German football lives off of the reputation of its fans, and for many, Germany is a football supporter's paradise. But then why is Germany seeing more and more scenes that look like this? Or this. And this. Football fans and police seem to be in constant conflict, and we keep hearing that the situation is getting worse. Is it true? Is it all hot air? Whether it's hyped up or not, it feels like something is really going wrong. Mein Eindruck ist, dass das Verhältnis zwischen Polizei und Fans schlechter ist denn je. Das Auftreten der Polizei ist wesentlich aggressiver. Das sind schon andere Ausmaße tatsächlich. So we've been trying to follow this up. That's me, Tom. And me, Dave. We've been talking to fans, lawyers, experts, and police officers all over Germany to try and get to the bottom of this. The ongoing tension between supporters and police isn't limited to one club, one region, or even just to the Bundesliga. St. Pauli supporters recently had a run-in with police before a second division match in Bielefeld. Up in Hamburg, we listened to their side of that story. Late last year, hundreds of supporters of St. Pauli who were on their way to an away match in Bielefeld never made it into the ground. After one of their number allegedly smoked a cigarette in the train, the group ended up being held in a police kettle for hours at Bielefeld train station. Police officers insisted they had been provoked beforehand by some fans in the train. As usual, there are two sides to a story. German football supporters are famously well organized. There are grassroots fan projects and legal aid initiatives at clubs up and down the country, which are there to offer assistance and support if any fans ever find themselves in need. St. Pauli's fan project and its legal aid setup, the Braun-Weisse Hilfe, have had plenty of work to do since the incident in Bielefeld. We heard their account of events from eyewitnesses, one of whom preferred not to show his face when speaking with us. Sie haben versucht, mit ihren Schlagstöcken oder mit anderer körperlicher Gewalt die Leute daran zu hindern, auszusteigen, obwohl die Leute zum Teil nichts gesehen haben, nicht mehr atmen konnten. Der ganze Waggon war einfach kontaminiert mit Pfeffer. Es war einfach wahllos. Officers say they were provoked by supporters. Whichever way things started, they certainly escalated quickly and the police ended up drawing for pretty drastic measures. Ist es meiner Meinung nach schon ein Fall gewesen, ein Beispiel, an dem man festmachen kann, dass der Zugriff auf Fußballfans sich schon verändert hat. Also dass die Fanszene oder aktive Fanszene nicht im Stadion angekommen ist, das ist jetzt nicht gang und gäbe. Also man hat oft Verzögerungen und so, aber über 7,5 Stunden gekesselt zu sein, ein Folgekessel noch einzurichten, das sind schon andere Ausmaße tatsächlich. Wir sind natürlich immer Ansprechpartner für die Fans, die jetzt vielleicht von Ermittlungsverfahren betroffen sind. Und gleichzeitig war völlig klar, dass auch der Verein in Kooperation mit uns, dem Fanprojekt, prüfen wird, ob dieser Einsatz denn überhaupt rechtmäßig war. Until the court decision comes, the case is being heard by the court of public opinion. The example of the Pauli fans in Bielefeld illustrates another important aspect of this issue, the media narrative that follows football fans and the inevitably overblown coverage after any incident. You wouldn't blame any people reading the newspaper the day after for thinking that riots exploded throughout the streets of Bielefeld. Gerade in Nordrhein-Westfalen waren die Medien dann eher dazu geneigt, Polizeiberichte kurzfristig abzuschreiben, ohne auch eine kritische Nachfrage vielleicht zu stellen. Media coverage of police operations is a subject Alex Bosch from the Berlin School of Economics and Law has studied in detail. So in Germany there's a bit of hysteria in the case of football and violence. Always when the media's the public discussion or the media discussion is about football fans, you see such pictures, né? Football fans using pyrotechnics or fireworks and police officers with a helmet. Compared to that, in a lot of countries around the world, the situation for match-going football fans in Germany is actually fairly enviable. You're certainly never in danger of going to a ground and having a Molotov cocktail lobbed into your stand.
Also ich war beispielsweise im November in Athen beim Fußballspiel Ajax gegen AEK Athen oder AEK Athen gegen Ajax. Und was ich da erlebt habe an Gewalt, war schon eine andere Nummer. Also da gab es einen Molotow-Cocktail im Stadion. Habe ich noch nie erlebt in Deutschland. Still, it's clear that not everything is rosy. The sensationalism of the public discourse can make it hard to keep sight of what's really going on. So in Stuttgart, we got a first-hand look. I headed to chat to fans and lawyers. And I joined the police for a day to get a better impression of their work. Do rowdy supporters force their hands, or does the police presence provoke fans? We'd have to find them first to find out. Take a look around us, mate, because we're in completely the wrong place. So embarrassing. Fortunately, we got picked up by the police and made a slightly better job of our second attempt to get things going. Okay, good morning. VfB Stuttgart are taking on Hannover today in a pretty brutal relegation six-pointer at the bottom of the Bundesliga. We're here in Göppingen at the moment, where a unit of the local Bereitschaftspolizei, which is essentially a riot police unit, are about to start their day in town. They've been kind enough to allow us to accompany them throughout the day and get a bit of an impression of what an operation looks like when a Bundesliga match has to be policed. And I'm here on the fan side of things to get their side of the picture. While most typical fans we chatted with didn't have major issues with the police, it's a different story for the ultras. We spoke with a lawyer representing Stuttgart's ultras for her insight. Es fehlt komplett an jeglichem Verständnis seitens der Polizei für das, wie die Fans ticken, wie die sich darstellen, wie die sich verstehen. Also im Moment sehe ich die Situation sehr kritisch. Mein Eindruck ist, dass das Verhältnis zwischen Polizei und Fans schlechter ist denn je. The police have also noticed certain hostilities, though they name different reasons. Weil es entsprechende Vorkommnisse gab, Körperverletzungen, Raubstraftaten etc. Und wir dann unsere Kontrollen auch entsprechend intensivieren müssen. Und auch Festnahmen auch vor dem Spiel durchführen müssen. Das sorgt noch nicht dafür, dass diese Fans dann uns wohlgesonnen sind. But what are police doing to improve their rocky relationship with the fans? Is that a concern? Or are they more focused on the day-to-day operations of their job? Ja, heute haben wir Präsenzpunkte sozusagen. Ja. Und da sind wir einfach auch da, dass wir gesehen werden zur Abschreckung der Fans. Zur Abschreckung? Ja, das zur Abschreckung oder halt zur, dass sie uns sehen, dass sie sich auch sicher fühlen. If the idea is to make fans feel safer, it doesn't seem very effective. And it doesn't help that many fans feel unfairly categorized by police from the off. Also von dem her, als Auswärtsfan wird man schon primär so in das Muster eingruppiert, kriminell, irgendwie gewaltbereit, obwohl wir einfach nur dahin fahren und das Spiel angucken wollen. Es ist nicht so, wenn Fußballfans irgendwo hinfahren, dass auf einmal irgendwie eine Stadt brennt oder ähnliches oder eine Einkaufsstraße geplündert wird. Wenn ein 16-, 17-, 18-Jähriger von der Polizei vom ersten Stadionbesuch an als sogenannter Problemfan gebrandmarkt wird, wenn man so behandelt wird bei jedem Spiel, zu dem er fährt, dann macht es natürlich auch auf Fanseite was. Auch so wahrgenommen zu werden, das verändert auch eine eigene Wahrnehmung. The police's way of looking at things is slightly different. They essentially told us that if you've done nothing wrong, you've got nothing to be worried about. Ja, ich denke, es kommt immer darauf an, wie man sich als Fan verhält. Ja. Wenn man da gegenüber der Polizei gut gesittet ist und sich normal verhält, dann hat man auch ein gutes Bild von der Polizei. Und ich denke, diejenigen, die auf Krawall aus sind oder ja, auffallen, das sind ja meistens die, die dann auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei machen. Mhm. Stuttgart versus Hannover is a non-risk game, with a noticeably small contingent of away fans. On days like this, the police have fairly little to do. Ja, das ist echt ein guter Einsatz. Ja, aber für uns, man muss ihn ja froh, wenn lieber ist nichts, als dass jetzt klar, dann zu viel. Ja. But they still have to be ready for anything, so they pack Robocop-style protective gear that makes a pretty fierce impression. Vielleicht braucht es nur ein bisschen Zeit, dass in der Gesellschaft ankommt, nur wenn man mit der Schutzausstattung dasteht, heißt es ja noch nicht, dass man jetzt entsprechend
Polizei unbedingt mit Ausschreitungen dann rechnen muss. But others are less keen on becoming accustomed to the sight of armored, militarized police on the streets. For many fans, it's an unnecessary and intimidating escalation of the atmosphere. Diese, ich sag jetzt mal, materielle Hochrüstung, die hat sich sicherlich deutlich verändert. Wir haben regelmäßig auch Wasserwerfer beim Spiel, was es früher selten gab. Berittene Polizei, also wirklich so das volle Programm, was die Polizei zu bieten hat. Das komplette Arsenal wird da in Anschlag gebracht. In dem Moment, wo da Polizei aufmarschiert mit Pferden, mit Schlagstöcken, mit Helmen, wirkt es sofort eskalierend und dann entsteht eine andere Stimmung. Das nehme ich schon so wahr. Also umso mehr behelmte Polizisten zum Beispiel irgendwo auftauchen, desto höher ist meine persönliche Einschätzung, das kann ungemütlicher werden, als wenn die Helme einfach hängen bleiben zum Beispiel. Weil die Polizei jetzt eine Körperschutzausstattung anhat, heißt es nur nicht, dass man mit was weiß ich was für Ausschreitungen rechnet, sondern macht es wirklich nur zur eigenen Sicherheit. Ja. Na klar, sagt die Polizei, wir müssen uns schützen. Ich glaube aber nicht, dass wesentlich mehr Polizisten verletzt werden würden, wenn sie vielleicht einfach nur die Hälfte anhätten. The police also acknowledge that their outfit sends a message to fans, but they maintain the need for caution when it comes to football. Wenn man jetzt ein einfaches Bürgerfest hat, macht es ja auch keinen Sinn. Dann stimmt schon, was ich sage. Ja, ja. Weil dann wirkt es natürlich auch entsprechend. Also wenn ich es anhabe, wirkt es schon. Aber deshalb muss man dann bei Fußball davon ausgehen, dass es anderes ist als ein Bürgerfest. Weil es relativ schnell gehen kann. Beim Fußball kann es, sage ich mal, durchaus schneller gehen, dass eine Stimmung oder ja, Stimmung einfach umschwingt. According to the police's own Office for Sports Operations, criminal proceedings for incidents at football matches in the top two divisions have trended downwards in the last 5 years. But when people talk about violence in football, they're often talking about something else entirely. We do always talk about violence and we mean pyrotechnic in the stadium. Actually, normally, there are no injuries, there's no problem. Last season, far more fans were injured by police pepper spray than by pyro. The police response is often more dangerous than pyro itself. For example, the match Borussia Dortmund against Hertha BSC Berlin, where some Hertha fans used fireworks in the stadium, and the police immediately went into the away sector. So normally in Germany, it's clear the police shouldn't went into the away sector because that means trouble and that means a risk for a non-involved person. Damit denn, wo sie die Bande runtergezogen haben. Aber es macht nur das eine Verhältnis. Weil das sind so ungeschriebene Regeln, wenn ich jetzt mal äußerst gebe zum Leuten leben, dann geht man in die Woche. Das wäre schon einer. The police do know football fans. For years, they've specialized certain colleagues with the aim of getting closer to fan scenes across the country. The police has some special officers who they spend their whole time on looking what is happening in football Germany. So they're so-called Szenekundigbeamten in Germany. On match days, as we kept hearing, the police are very reliant on their specialized, scene-friendly colleagues. But the program has its problems. In Hamburg, we heard the concerns of the St. Pauli fan project. Die Vorstellung war, szenekundige Beamten, die auf Augenhöhe mit Fans kommunizieren. Die Erfahrungen, die wir bei St. Pauli gemacht haben, sind nicht durchweg positiv. Da gibt es welche, die sehr massiv auftreten, sehr naja, provozierend auftreten, muss man sagen. Und wenn ich solche Beamten dann einsetze, dann kann ich nicht mehr verlangen, dass eine Kommunikation zwischen Fans und Polizei stattfindet. From Hamburg to Stuttgart, a communications breakdown between fans and police has only heightened the tensions. Es ist nur leider so, dass nämlich diverse Fangruppen auch gar keinen Kontakt zur Polizei haben wollen, dass da gar keine Kommunikation stattfindet. Das hat von Seiten der Fans damit zu tun, dass da sehr viele Enttäuschungen passiert sind, dass immer wieder der Eindruck entstanden ist, von der Polizei nicht richtig ernst genommen zu werden.
Parallel to all of this, new legislation in several federal states has seen the scope for security surveillance measures expanded and handed the police controversial preventative powers. Bavaria and North Rhine-Westphalia have already passed new laws allowing the police to use body cameras and tap phones. The move sparked protests among many fan groups who felt targeted. The strengthening of police powers in Germany has encountered fairly serious resistance from organized football supporters, and that's not going away. Ich würde im Moment meinen, dass Bayern und Nordrhein-Westfalen vielleicht so die härtesten Bundesländer sind. In Nordrhein-Westfalen zeigt sich das überwiegend auf der politischen Ebene. Die Verschärfung des Polizeigesetzes, die dort jetzt vor kurzem durchgesetzt wurde, die wurde auch mit begründet mit den Einsätzen gegen Fußballfans zum Teil. Football matches also provide a useful testing ground for the police to try out their new toys and tactics, like when a new armored division was recently established in North Rhine-Westphalia. And they said, okay, that's necessary for counterterrorism and it's necessary for political demonstrations. The first day that you really saw them working was a football match. The statistics may not point to an increase in violent confrontation in the last few years, but the rhetorical climate has fostered ongoing tensions between police and football supporters. The fact that its vibrant fan culture is German football's biggest asset makes a de-escalation of those tensions all the more imperative. Still, things are different from state to state and from match to match. As we saw in Stuttgart, it's perfectly possible to get things right, and in the end, both parties want the same thing. Die Polizei will nichts Böses im Endeffekt irgendeine Fanszene verhindern, sondern man möchte nur, dass möglichst viele Menschen unbeeinflusst und ohne Sorge, dass sie zu Schaden kommen, zum Fußballspiel kommen. Das ist auch unser Auftrag. Es gibt Standorte, da fahren wir hin, da funktioniert das super. Da gibt es Einsatzleiter, die sagen, ach, solange genau alles heile bleibt und die sich nicht untereinander kloppen alle, dann müssen wir da auch gar nicht groß sein. Und das sind tatsächlich die Tage, wo wir auch sehen, dass auch eine Polizeitaktik, die eben nicht nur auf Repression beruht, sondern auch auf Toleranz ein Stück weit, nämlich in dem Rahmen, wie es rechtsstaatlich angebracht ist, führt immer dazu, dass alle einen entspannten Spieltag haben. Es gibt natürlich immer Positivbeispiele auch. Mhm.